Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich mal wieder einen Reading-Vlog mit euch, aber nicht so wie sonst. Normal mache ich ja immer so einen Mix aus Reading und Writing-Vlog, but aktuell. Ich habe gerade eben mit einem Freund aus Amerika telefoniert, deshalb bin ich gerade voll im Englischen. Aber aktuell schreibe ich ja eigentlich nicht. Das liegt nicht daran, dass ich nicht will oder dass ich meine Geschichte nicht weiterschreiben will. Band 1 von 2 ist sogar auch beendet. Es liegt nur einfach daran, dass privat momentan super viel los ist und meine Tastatur von meinem Notebook ein bisschen defekt ist. Das heißt, mein S, mein W und mein X und teilweise auch meine 1 spinnen etwas. Ich habe mir jetzt eine externe Tastatur bestellt und hoffe, dass es damit dann auch ein bisschen besser wird und ich endlich meinen Korrektorat Durchgang 1 von Band 1 machen kann, um es dann weiterzuleiten. Ja, darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern um meinen Daily Reading Vlog und was ich sonst so den ganzen Tag treibe. Ich muss auf jeden Fall heute zur Post noch Bestellungen wegbringen. Ich muss noch Bestellungen abarbeiten. Ich muss noch kochen heute. Die Kleine ist heute zu Hause, der Kindergarten hat zu. Das heißt, ich muss die auch noch irgendwie beschäftigen und werde dabei vermutlich mein Hörbuch weiterhören. Und was ich heute auf jeden Fall lesen möchte, ist das gute Stück hier, Melodie der Asche. Ihr habt ja vielleicht bei Instagram schon gesehen, dass ich da ein Reel zu hochgeladen habe. Ich finde das Buch einfach unglaublich schön. Es gibt auch dieses schöne Inlay-Papier. Also die Autorin hat mir ganz, ganz viel Goodies zugeschickt. Einmal hier ein Autogramm. Es tut mir leid, ich sitze heute super weit weg, aber wie gesagt, die Kleine belagert das Wohnzimmer und ich musste mal kurz hierher fliehen. Hier noch ein Lesezeichen, doppelseitig. Es gibt super viele Illustrationen, die sie alle selbst gemacht hat. Ich zeige die euch mal schnell. Also sie ist ein Multitalent, sie ist Illustratorin, sie ist Autorin, sie ist 5 Personen in einer gefühlt. Aber ich finde die richtig schön und das Buch gefällt mir bisher auch richtig gut. Ich kann es euch wirklich als Fantasy-Fans ans Herz legen, das mal oder dem mal einen weiteren Blick zu gewähren. Ich werde euch aber später auch auf dem Laufenden halten, was ich so allgemein darüber denke. Des Weiteren lese ich gerade, das ist meine Bettlektüre, auch wenn es eigentlich keine angemessene Bettlektüre ist, lese ich gerade Crescent City 3. Ich bin aber noch nicht weit. Ich bin auf Seite 58, also ich habe vor 2 Tagen erst angefangen, weil ich abends dann im Bett irgendwie doch nicht so gut mitkomme. Ist vielleicht nicht die beste Bettlektüre, vielleicht sollte ich das switchen, sollte das tagsüber lesen und vielleicht nochmal was anderes über Nacht. Dann muss ich später noch einen Mietwagen buchen, weil ich in 2 Tagen nach Stuttgart fahre. Besagten Freund aus Amerika, der in Stuttgart stationiert ist, aktuell besuchen. Und das ist so mein Tagesplan. Lesen, Mietauto, Shop arbeiten und eventuell noch ein bisschen Hogwarts Legacy zocken. Da bin ich nämlich momentan wieder voll im Fieber und möchte endlich den Bombarda Zauberspruch haben. Das ist zumindest so der Plan, dass ich das bald erreiche. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal was frühstücken und nach dem Frühstück wird erstmal ein bisschen gelesen. Thank you.
Hallo, hallo! Mittlerweile haben wir späten Nachmittag. Ich habe Hunger. Wir hatten ja recht spät gefrühstückt. Beziehungsweise Marla hat eigentlich fast gar nichts gefrühstückt, außer eine Banane. Ich ein bisschen Müsli. Aber dadurch, dass wir so eine schlimme Nacht hatten, weil das Kind krank ist, haben wir heute Morgen auch ein bisschen länger geschlafen. Und irgendwie hat sich alles so ein bisschen verschoben. Dementsprechend ist es jetzt später Nachmittag und ich werde anfangen zu kochen. Wir machen heute Barbecue Chicken. Das ist ein Rezept, das habe ich mal in einem Kochbuch gefunden und fand das eigentlich ganz cool. Ich habe es euch sogar mal abgefilmt, weil das Buch ein Rezensionsexemplar war. Ich versuche es euch mal hier oben einzufügen. Es besteht aus Rotkohl, Barbecue-Soße und Hähnchen. Das ist eigentlich total simpel mit ein paar Gewürzen, tritratrolala. Und das Ganze wird dann später in Süßkartoffeln gefüllt. Die müssen wir jetzt gleich einstechen und ein bisschen mit Öl einreiben und in den Ofen geben, damit die ein bisschen weich werden. Und dann können wir die später aushöhlen und das Zeug reinfüllen und dann ist das einfach super lecker. Es ist ein super simples Rezept, aber ein sehr, sehr leckeres. Und während ich das mache, werde ich mir meine AirPods in die Ohren setzen und werde mir ein Hörbuch anmachen. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier nämlich meine ganzen Apps und da seht ihr auch meine Nextory-App, worüber ich meine ganzen Hörbücher höre. The Queen Will Rise und Secret Yours hatte ich runtergeladen, habe es aber als Printbuch fertig gelesen, habe mir aber schon die nächsten Bücher runtergeladen. Also hier Dark Sigils habe ich Band 2, weil ich das, bevor ich Band 3 lese, noch mal neu hören möchte. Ja, hier sind noch die zwei runtergeladenen. Das hier möchte ich auch unbedingt ganz zeitnah noch hören und die Boston Bills Teil 2, weil ich Band 3 im Regal habe und auch auf meiner 24 für 24 Liste. Ich werde mir jetzt aber, ich glaube, Starlight in Our Dreams anhören. Also runtergeladen habe ich es schon und ich höre es ja immer auf zweifacher Geschwindigkeit. In meiner Küche ist kein richtiges WLAN, also ganz schlechtes WLAN, deshalb war ich die ganze Zeit offline, aber ich wollte euch die App mal kurz zeigen. Also hier auf Entdecken könnt ihr immer schauen, was die App zum Beispiel anhand eurer gelesenen, gehörten Hörbüchern euch vorschlagen würde. Also da sind immer ganz interessante Dinge dabei. Ja, ich habe hier kein richtiges WLAN, deshalb werden die Bilder nicht richtig angezeigt, aber ihr könnt ja lesen, was es ist. Dann habt ihr immer neu bei Nextory meine Autorenecke von Autoren, die ich gehört habe. Die Bilder sind halt leider jetzt nicht da, aber wir könnten mal in Richtung Wohnzimmer gehen, dann wird das wahrscheinlich auch etwas besser laden. So, hier ist das WLAN nämlich ein bisschen besser und es kommen auch die ganzen Bilder. Spark and Type, da könnt ihr euch zum Beispiel Favoriten setzen, auf meine Liste für später gespeichert. So, das möchte ich nämlich auch unbedingt lesen. Da Flower and Bone möchte ich lesen. Und diese Bücher findet ihr dann später auch wieder in eurer Favoritenliste. Mittlerweile gibt es über 500.000 Bücher. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Schaut mal in die Infobox. Da habe ich euch einen Link eingefügt, wo ihr 30 Tage Nextory kostenlos testen könnt. So, jetzt geht es weiter mit dem Kochen. Vielleicht werde ich mir das hier auch anmachen. Das muss ich auf jeden Fall auch speichern. Und herunterladen, weil ich das Buch bei Maren gesehen habe und schon sehr, sehr gespannt bin. Vielleicht höre ich jetzt auch einfach da mal rein. Natürlich auf zweifacher Geschwindigkeit und hier gibt es zum Beispiel auch einen Schlummermodus. Das ist der Einschlaftimer, den ich wirklich jeden Abend nutze. Thank you.
Guten Abend. Mittlerweile ist die Kleine im Bett. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf der Couch rumzuliegen, weil wir irgendwie heute auch nicht wirklich viel anderes gemacht haben, als daheim zu sein. Ich meine, Kindergarten zu, Kind krank, was willst du da groß machen? Ihr habt es ja gesehen, was im ganzen Vlog so los war. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ins Bett zu gehen, beziehungsweise im Bett noch ein bisschen zu lesen. Ich habe mich auch dafür entschieden, nicht Füßen City weiterzulesen, sondern hier in meinem Nymphenbuch Glimmer, Tod einer Nymphe. Das habt ihr ja beim What I Read Next Video sehr, sehr hoch gepusht. Also ich gehe davon aus, wenn ich morgen die Auslosung mache, dass dieses Buch auch gewinnen wird. Deshalb habe ich es auch schon angefangen. Ich bin noch nicht wirklich weit, aber ich dachte mir, ohne jetzt die Autorin irgendwie zu degradieren oder schlecht zu machen, dass das Buch wahrscheinlich nicht so anspruchsvoll ist wie Crescent City 3. Ich habe eben gemerkt, bei den 2 Tagen, die ich jetzt abends im Bett gelesen habe, dass ich zwar dabei bin, aber mir viele Dinge nicht merke, beziehungsweise nicht verknüpfe miteinander. Und wenn ich dann mit anderen Leuten drüber gesprochen habe, dann dachte mir so, die haben ganz andere Gedankengänge als ich. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Und das liegt zu 1000% daran, dass ich es abends nach einem langen Tag im Bett gelesen habe. Dieses hier dagegen ist so ein Mix aus Urban Fantasy und ja, Crime, Mordfall, Auflösung, Aufdeckung. Und ohne die Autorin jetzt schlecht zu machen, bisher ist es auch noch nicht so anspruchsvoll. Ich habe aber tatsächlich erst 42 Seiten gelesen und allein vom Schreibstil her merke ich schon den krassen Unterschied zu Sarah J. Maas und bin mal gespannt, ob das Tempo und die Qualität noch ein bisschen anziehen. Ich würde jetzt sagen, ich lese jetzt noch ein bisschen und verabschiede mich aber schon mal von euch. Ihr habt mir bei Instagram so oft geschrieben, dass ich noch mal mehr Vlogs machen soll. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann immer her damit. Wenn irgendwas Spannendes in meinem Leben passiert, dann nehme ich euch ja auch meistens mit. Das war es jetzt wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, morgen, Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!